Bender muss pausieren. Mittelfeldspieler Lars Bender wird für das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am kommenden Mittwoch gegen Chile ausfallen. Es wird so sein, dass der Lars Bender wahrscheinlich nicht einsatzbereit sein wird. Er hat sich eine Muskelverhärtung zugezogen und dann haben wir auch entschieden, dass er wahrscheinlich am Mittwoch nicht zur Verfügung stehen wird. Ein Einsatz von Lazio-Stürmer Miroslav Klose erscheint dagegen wahrscheinlich. Klose hatte zuletzt wegen Beschwerden an der Bauchmuskulatur nicht spielen können. Er war aber am Telefon trotz allem sehr, sehr optimistisch, dass er vielleicht nach einem oder zwei Tagen Behandlungen dann hier bei uns vor Ort eben auch voll belastbar sein wird. Nerlinger fordert Anerkennung. Der Ex-Bayern-Manager Christian Nerlinger hat erklärt, dass er die Grundlage für die derzeitigen Erfolge des Rekordmeisters mitgeschaffen habe. Man habe damals schwierige Entscheidungen getroffen und etablierte Spieler gehen lassen, um Platz zu schaffen für Schweinsteiger und Lahm als Führungskräfte, erklärte der 40-Jährige dem Kicker. An diesem Prozess sei er maßgeblich beteiligt gewesen. Tönjes sauer. Aufsichtsrat Clemens Tönjes hat die Spieler des FC Schalke 04 nach den Klatschen gegen Real Madrid und Bayern München scharf kritisiert. Dass man gegen diese beiden Mannschaften verliere, sei ja keine Überraschung, sagte der 57-Jährige den Ruhrnachrichten. Aber die Art und Weise könne und wolle er nicht akzeptieren. Er habe jetzt sowohl die Spieler als auch den Trainerstab aufgefordert, gegen Hoffenheim wieder zur alten Stärke zurückzufinden, so Tönjes weiter. Hüppe bleibt gelassen. Bayer Leverkusens Trainer Sami Hüppe hat trotz der fünften Pflichtspielniederlage in Folge keine Angst vor einem Rauswurf. So etwas passiere, da müsse man durch und dürfe keine Angst haben, sagte der 40-Jährige im Kicker. Zudem räumte der Finne eigene Fehler ein. Er sei nicht allwissend und wolle sich entwickeln. Gerade in solchen Phasen wie diese würde man viel lernen, erklärte Hüppe. Bundesliga aktuell. Von Montag bis Freitag. Immer 18:30 Uhr. Auf Sport 1.